Gut, dann gucken wir doch mal, was wir so, ob wir unsere Bratkartoffeln, kann ich da Bratkartoffeln, kann ich? So, ich nehme jetzt mal eine Kartoffel. Will nur eine haben. Kann ich die zerschnibbeln? Nö, kann ich nicht. Kann ich die, ich habe eine Pfanne, kann ich die braten? Dass ich sozusagen Bratkartoffeln daraus mache. Geht das? Warum geht denn das nicht? Was kann ich denn aus einer blöden Kartoffel machen? Kann ich die kochen? Bambusreis, Essig, Rübe, Käse. Sowas kann... Käse, was... Wird aus Milch hergestellt? Ja, aber da ist doch noch was anderes drin. Da ist nur Käse drin. Saurer Tropfen, okay. Den kann ich wahrscheinlich kaufen. Kann ich? Ansonsten kann ich mit meinen Kartoffeln gar nichts machen. Ich kann gar nichts aus meinen Kartoffeln machen. Gut, dann halt nicht. Denn den kann man halt als aus Kartoffeln gar nichts machen. Dann bringe ich die Kartoffeln jetzt halt wieder weg. Ist ja super. Ich dachte, man könnte aus Kartoffeln irgendwas herstellen. Ja, wird von Menschen auf der ganzen Welt geliebt, kommt zahlreich ins Rezepten zum Einsatz von Häppchen bis zur Hauptspeise. Aber alleine aus einer blöden Kartoffel machen kann ich nichts. Das ist ja toll. So, jetzt will ich mal hier gucken. Was kostet mich denn dieser saure Tropfen? Den kriege ich doch bestimmt bei dir. Was kann ich für dich tun? Ich möchte einmal bitte... Gemischt waren. Süßes Pulver, saurer Tropfen. Okay. Ich kaufe mal welche. Nee, ich will... Rosa Rüben. Ja, alles gut so. Gut, dann hier wollte ich ja gar nicht hin. Ich wollte hier hin. So. Pflanze ich erstmal wieder rosa Rüben an. Ich glaube, aus denen konnte ich wenigstens irgendwas machen und die gedeihen gerade. Schauen wir mal. Gut. Wir lassen das jetzt erstmal dabei. Gehen wir erstmal wieder schlafen. Wa? Ja, mehr kann ich ja sowieso gerade nicht machen. Das ist ja das Doofe an der Sache. Ja, schauen wir mal. Der Kochwettbewerb. Ich bin leider nicht kein besonders guter Koch. Okay, ich bin auch nicht gut im Kochen. Vulkanen pennt noch. Ups, ich darf hier nicht schlafen. Dann halt nicht. Ach Gott. Unkraut. Entschuldigt, ich musste gerade niesen. Alter, ich muss wieder Futtersamen kaufen, ne? Guckt euch das an. Oh Gott, ich brauche Futtersamen. Ah.
Wenn ich mir nachgucken lasse. Flupp. Und flupp. Ich muss ja jetzt erstmal alles wieder einsammeln, was ich... Oh Gott, die sind endlich... Die sind endlich fertig. Yeah. Ich kann Blumen verkaufen, die glaube ich tatsächlich mal ein bisschen was wert sind. Und das heißt, dass meine, die da oben vor sich hin wachsen, auch bald fertig sein müssten. Was extrem schön wäre. So, schmeißen wir da mal alles rein, was wir so haben. Kirschkreis. Okay, es ist Kirschkreis. Verkaufen, verkaufen. Alles verkaufen in der Hoffnung, dass ich irgendwie noch ein bisschen Geld zusammenkriege. Nee, so nicht. Das gab Geld. Oh Gott, das gab Geld. Wie gut. Das gab Geld. Yay. Yeah. Wie schön. Das gab Geld. Das tut gut. Echt immer so ein bisschen gucken, dass man auch das Pflanzfass dann auch früher wachsen kann, sonst haben wir echt ein Problem. Gießen wir erstmal wieder. Aber das hat ordentlich Geld gegeben. Was ich gut gebrauchen kann. Ich rede schon wieder nicht sehr viel, weil ich gerade wieder nicht weiß, was ich tun soll. Oder worüber ich reden soll, vielmehr. Ein bisschen verträumt. Ich habe gerade festgestellt, ich drösel hier so vor mich hin. Gucke Löcher in die Luft. Was auch immer. Ganz komisch. Aber bevor ich das mache, muss ich eigentlich hier mit der Spitzhacke nochmal durch. Da. Da. Es geht da ein Feld. Das so. Auf jeden Fall Futtersamen holen. Damit ich das hier mal wieder voll kriege. Ja, komm. So, muss ich dich noch mal gießen. Nochmal eben kurz auf die altmodische Art und Weise. Dass ich das Ding schon verprügelt habe, ne? Und trotzdem steht es noch immer da. Ist ja meist schon ein bisschen zu bewundern. Ich will mich vor diesem Kampf halt einfach echt gut widmen. Widmen. Es soll auch bitte der letzte Kampf sein, Herr Linsen. Kriege ich einen Nervenzusammenbruch. Ich würde mich dann nämlich gerne so langsam mal einfach nur den
den Verpflichtungen. Guck mal, hier ist schon wieder. Wieso ist hier schon wieder keiner? Na toll. Dillis, wo steckst du? Ist er schon wieder weg? Ach, Dillis. Mein lovely Dillis. Hier ist er. Hey. Hey, hallo. Ich bin zum Plaudern gekommen. Kiel und Porco sind beim morgigen Fest die zwei Spitzenreiter. Und ich auch. Natürlich, mein Liebling. Schau mal. Pretty good. Ich mag das ja, ne? Sowas mag ich ja echt gerne. Ist hier jetzt mal einer? Das ist hier keine Sau. Ich brauch Futtersamen, Mensch. So, nee, ich kann nicht, glaube ich. Gesalzener Stint. Wie mache ich denn... Wie, du sitzt hier was? Käse, wir haben Käse gemacht. Genau, eine Essigrübe aus rosa Essiggurken, genau. So, das heißt, ich habe jetzt ein bisschen Käse. Den Käse kann ich hier mal reinlegen. Käse. Ja, Mädels, ist das Feierabend. Ich möchte gerne was kaufen, dankeschön. 800. Okay. 800, das ist auch 800. Das sind aber nur 150, da will ich eher einen Toast nehmen. Toast ist gut. Toast ist sehr gut. Okay, ich hole jetzt Schuh. Wir gucken uns das mal an, ja? Wir gucken uns das nur mal an. Schuh, wo bist du denn da? Komm. Lass uns zum Schwebenden Reich gehen. Hier, da will ich ja hin. Oh Gott. Ich will da eigentlich gar nicht hin. Oh Gott. Savannah. Bist du bereit? Ja. Okay. Dann mal los. Das kann nicht sein. Es ist das erste Mal, dass ich sowas Riesiges am Himmel schweben sehe. Ihre Technologie ist unglaublich und irgendwie auch furchterregend. Ja. Ja, das ist sie wirklich. Savannah, sieh mal. Monster aus dem Imperium? Ah. Arthur, bleib, wo du bist. Alles klar, pass auf, dass du nicht runterfällst. Komm her. Moment. Ich will mal eben ein Schwert ausrüsten. Da sind noch mehr. Yeah.
Es ist noch nicht vorbei. Oh Gott. Das ist so eine gute Idee, weil ich weiß jetzt nicht. Warte, lass mich in Ruhe. Schuh sieht glücklich aus. Nein, nichts. Savannah, du bist unglaublich. Du hast ganz allein eine regelrechte Armee die Stirn geboten. Deine Hartnäckigkeit muss ich einfach bewundern. Ich hatte nur Glück. Aber, kein Grund, so bescheiden zu sein. Wir haben es fast geschafft. Gut festhalten, ich werde das Tempo erhöhen. Hier scheinen sich keine Soldaten zu tummeln. Perfekt, dann ist das wohl ein guter Platz, um mich abzusetzen. Alles klar, warte kurz. Vielen Dank, Arthur. Kann ich die Stadt in deiner Obhut lassen? Okay. Aber klar doch, ich werde in deiner Abwesenheit auf sie aufpassen. Ich werde diese Runenkugeln besorgen und werde die retten. Ah, es ist ja so. Können wir jetzt erstmal noch in Ruhe ein Toastbrot essen? Ich finde das irgendwie voll witzig, dass gerade so ein blödes Toastbrot uns da so hilft. Okay. Moment, lass mich hier rum. Hallo? Also, manchmal hängt's. Elli-Blätter? Nehmen wir einfach mal mit. Kann ja nicht schaden. Okay. Ich will da nicht rauftreten, ne? Ist hier ziemlich ruhig. Ich traue dem Braten nicht. Huch, das wollte ich gar nicht. Aber egal. Also Aufschuhe geben, die kannst du nicht ganz gut machen. Okay, Rabummel, kannst du jetzt mal aufgeben, bitte? Ich geh mir so ein bisschen auf den Sack. Okay, ich muss also gegen Schleim kämpfen. Auch nett. Er ist geskillt, wie cool. Aber Schuh, wir wollen da noch weiter.